Moin meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein 2, der New Colossus. Und wir sind jetzt dabei natürlich die Einrichtung hier zu verlassen. Alter Schwede. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich dachte, ich komme da einfach mal durch. Ich wollte ringsrum einfach schnell weg. Ich weiß nicht mal, wo es lang geht. Ah, ich bin so blind in diesem Spiel. Das ist... Ich weiß nicht. Wenn du so richtig blind bist einfach, du denkst dir so, oh ja, komm, geil, jetzt kann ich endlich mal gehen. Och, nee. Okay. Hat das Spiel jetzt gemerkt, so viel, ich bin zu oft gestorben. Hier, komm, mach eine Pause. Wir gehen mal ins Bett und alles. Anscheinend ja. Ich dachte, Alter, mach doch mal hier ein Geländer hin, also bitte. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Oh, oh, schnell, schnell, schnell. Schnell weg. So hat sich vom Mach die Tür auf. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, Alter. Alter Schwede, einfach weg. Einfach weg. Ich hab da keinen. Lauf nur, erschien besser. Was für eine Evakuierung doch nicht. Bleib doch hier. Gottliebes Postkarte. Aha. Tja. Ho, ho, ho. Boah, komm jetzt. Nein. Nein! Es tut mir gerade so leid, dass ihr die ganze Zeit meine Tode mitkriegt, ey. Ich sehe es kommen. Ich müsste echt ein Best-of machen allein. Ich glaube, ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, wo ich 6 Folgen gemacht habe. Ja, ich glaube, ich habe es da wirklich schon gesagt. Besser. Da hätte ich auch schon sowas machen können. So. Schnell weg. Einfach weg. Oh mein Gott. Renn. Renn. Oh. Oh, auf die Halle hin. Renn! Es hängt wieder. Aber ich glaube mittlerweile ist es vom Spiel selbst so gemacht. Waffe. Schlüssel. Echt jetzt? Lauf. Ja, Mann. Voll geil.
Wie geil einfach gemacht, Mann. Gott. Wenn jetzt da noch jemand lebt. Es sieht ja irgendwie noch bewohnbar aus. Ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scouts. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die roten nicht. Die roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. Oh, Mann. Du hast mir doch diesen Ring gezeigt. Ist das nicht traurig, dass man in so einer Zeit leben kann? Die besondere Person in meinem Leben. Also, nur traurig. Ich habe sie gefunden. Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia! Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Oh mein Gott. Einfach nur darüber nachzudenken. Ein gewalttätiger, aggressiver Vater. Tante Williams Brief. Schweine. Maschinenkommandant Wechslers Brief. Meine Güte. Ganz ehrlich. Solche Menschen. Man kann ja nichts für seine Kindheit oder sonst was, aber. Armer Blaskovic. Ausschnitt aus einem alten Zeitungsartikel. Ist schon echt brutal. Oh Mann. Selbst verrottend im Grab, wäre ich ein besserer Vater als du. Oh ja. Selbst verrottend im Grab wäre er ein besserer Vater als er. Ich weiß noch, schon vor ein paar Folgen. Wurden wir doch an irgendwo hier? Nee, dort. Was hier so?
muss hier gewesen sein. So, irgendwie die Bank. So ein Schwein. Alkoholiker natürlich. Das hat man ja gemerkt. Kranker Mann. Die Mutter geschlagen. Komplett in... Oh. Sohn, ich habe versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich habe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Probleme direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten? Ja, ja. Anscheinend nicht nur schlechte Zeiten, aber man kann sich ja darüber streiten, ob das so eine gute Idee ist gewesen. Vor allem, woher kommt denn die Angst vor Monstern? Ja, wenn der eigene Vater ein Monster ist, dann wahrscheinlich eher. Alles verfallen hier. Zehn Jahre war ich nicht mehr hier. Habe eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Habe im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin als schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluch und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich! Und mit schmutzigem Mundwerk. Ich habe gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch. Und habe alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Scheiß hast du. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir... Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre
habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum! Glasgow Witch ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße! Ich brauch deinen Gestank hier nicht! Ein gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Wo ist sie? Sie ist weg. Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich habe es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Auf die Knie. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie. Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Ah. Wer war da dran? Wir haben alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Oh, verdammt! Ich muss die Greifer zerstören. Alter Schwede. Was ist jetzt hier los? Was ist das? Gerade noch ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Das war jetzt schon krass, muss man sagen. Wow. Echt jetzt? Wir sind mitten in der Luft. Alter, aber was für ein dreckiger Vater. Ohne Witz. Ich weiß ja nicht, wie man das kann man ja nicht mehr Vater nennen. Echt jetzt? So. Und rein damit. Oh, 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 oh! Warum bin ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Hallo? Komm
komm schon! Das ist er. Gute Arbeit, Männer. Nein! Nein! Nicht vor der Hochzeit. Ich werde ihr so die Hand abpacken, ey. Jawohl. Sie müssen sich jetzt ausruhen, während ich alles vorbereite. Du heilige Scheiße. Nee. Du hast meinen Sohn ruhig. Getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Er verdient den Tod! Ach du Heilige! Was nur schon? Ihr seid doch alles und Blender! Ich bin die Hauptattraktion! Nein! Nein! Nein, sag ich! Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen! Sehen Sie das? Lesen Sie! Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Meine Güte. Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Wow. Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt, als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man... Tja, aber ich würde erstmal sagen, bevor das hier weitergeht, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.